der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Wie Sie auch wieder in der Einleitung gehört haben, es gibt eine Homepage, wo Sie alle Sendungen herunterladen können, www.sinn-los.at. Für den einen vielleicht sinnlos, den anderen wird es vielleicht gefallen. Ja, das letzte Mal haben wir über Hilfsprojekte und Sinn gesprochen. Ganz interessante Sendung. Auch diese können Sie nachhören. Heute eine Sendung Intuitives Bogenschießen und Sinn. Was die zwei Themen miteinander zu tun haben, da kommen wir, glaube ich, dann im Rahmen von dieser Sendung dazu. Und wir möchten heute auch so es wagen, schauen wir mal, dass wir diese Sendung den Zuhörern und Zuhörerinnen öffnen. Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Das heißt, die Studionummer hier wäre 0512 56 02 91 1. 0512 56 02 911. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns, stellen Sie Fragen. Ja. Als Studiogast hier bei mir im Studio Ernst Huber, Pädagoge, Drechselmeister. Damit wir wieder genaueres von ihm erfahren, so wie das letzte Mal, wieder der existenzielle Steckbrief. Der hat sich das letzte Mal, glaube ich, ganz gut bewährt. Waren auch ganz gute Rückmeldungen da, dass wir das beibehalten sollen. Dann machen wir es doch wieder. Ernst, Name? Ernst Huber. Geboren? Ja, 1967. Aufgewachsen? In Gramsach. Was verbindest du mit deiner Kindheit? Lego. Und dann? Und dann ist losgegangen. Spannend. Vielleicht sagst du uns noch zwei, drei Worte, mit was ist denn losgegangen? Das Lernen, das lebenslange Lernen, das bis jetzt nicht abgeschlossen ist. Ich habe vieles versucht, vieles ausprobiert, unter anderem eben auch das Bogenbauen, Bogenschießen und ja, Lehren, Uni, so Sachen. Meine Damen und Herren, wie Sie hören, ganz ein spannendes Leben, ganz, ganz vielfältig. Also ich freue mich schon auf die nächste Stunde. Da werden wir sicher einiges hören. Ernst, noch eine Frage, was machst du gerne? Ich mache gern nichts. Das ist aber sehr schwierig. Ich glaube, das ist eine Kunst, ja, das Kunst des Nichtstun. Genau. Ernst, bevor wir zum intuitiven Bogenschießen kommen, du hast uns heute einiges an Musik mitgebracht. Ja, was für Lied sollen wir denn einspielen? Was passt denn zum Bogenschießen? Ich finde ganz passend ein Lied, das wahrscheinlich die Älteren unter uns schon kennen von früheren Zeiten, vom Fernsehen, das mich so erinnert an Bogenschießen auch. Okay, meine Damen und Herren, Ernst hat mir es bereits gesagt, lassen Sie sich überraschen. Vielleicht hören wir dann nachher ein bisschen was zur Geschichte rund um dieses Lied, beziehungsweise, denke mal, da wird ja auch eine Epoche beschrieben. Ja, schauen wir mal. Hören Sie zu. Ja, Ernst, Vicky und die starken Männer, was haben die mit Bogenschießen zu tun? Also bei dem Lied, wenn Vicky losgeht, da wird auf sie Pfeile abgeschossen, so ein ganzer Haufen Pfeile, und die landen vor ihnen und stecken im Boden und sie trampeln sie nieder und laufen los. Das ist nur eine Einstellung von ein paar Sekunden, und ich glaube, die meisten von uns, die Vicky kennen auch den Ausschnitt,
Und ich weiß gar nicht, ob der in einer Sendung je vorkommen ist, aber der hat mich sehr beeindruckt immer. Da habe ich das erste Mal so Pfeile wahrgenommen. Aha, mit was für ein Alter war denn das? Boah, naja, was wäre da gewesen? 10 ungefähr. Ich bin ja so auf das gekommen, die zur Sendung einzuladen, weil ich bei dir ein Seminar besucht habe. Da ist es um intuitives Bogenschießen gegangen. Und was mich da total, also mir hat mehreres total fasziniert. Gell? Aber du hast da ein bisschen sowas auch dahergebracht, wenn ich mich richtig erinnere. Zen, Bogenschießen, lange Technik. Erst nach einem Jahr kriegt man einen Pfeil, weil du jetzt sagst, so bei Wiki komplett viele Pfeile, gell? Und irgendwie habe ich da genauso das Gegenteil im Blick. Wie war denn das da noch einmal? Also das Seminar ist darauf ausgelegt, dass man erstens einmal die Berührungsangst von Pfeil und Bogen und auch Vorurteile, was damit zusammenhängen und so weiter, dass man das ein bisschen abbaut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es aber schon darum, dass man einen anderen Zugang zu seiner Lebensqualität findet. Und da geht es eben nicht um Quantität, wie viele Pfeile man irgendwo hinschießt oder vielleicht sogar in ein Ziel bringen muss, sondern es geht darum, was passiert davor und was passiert danach mit mir. Und es ist schon ein Irrtum, wenn man annimmt, dass beim Bogenschießen sozusagen der Fall erledigt ist, wenn der Pfeil steckt. Also eigentlich ist das der Beginn von einem Kreislauf. Und wenn man mal sich in den Kreislauf reinbegeben hat, dann endet der nicht mehr. Also man schießt immer wieder. Man schießt immer wieder. Der Kreislauf beginnt, endet nicht. Beginnt eigentlich auch nicht, sondern eigentlich ist man immer drinnen. Das klingt total spannend, ja. Und ich denke mal, klingt ja auch spannend, so diese Verbindung mit, sei es Leben, sei es, also gerade so im Leben haben wir es ja immer wieder, oder? Dass eigentlich Kreisläufe drinnen sind, das ganze Leben eigentlich Kreisläufe, einfach durch Kreisläufe bestimmt ist, ja, wo gewisse Sachen anfangen, beginnen, irgendwann einmal vielleicht scheinbar enden, dann wieder was Neues beginnt, wenn wir die Natur hernehmen mit ihren Kreisläufen, ja, wo was vielleicht aus einer Samenkorn hernehmen, was beginnt, was erblüht, zur Pracht heranreift, dann aber auch wieder vergeht, dann aber ganz genauso dann, denke ich mal, Humus wird, Grundlage wird für was anderes oder auch dann mit der Samenproduktion für was anderen die Grundlage wieder bereitet, dass wieder was entsteht. Auch da haben wir so einen Kreislauf drinnen. Ja, also man kann da Blumen nehmen oder auch den Mensch selber. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Bogenschießen so ein gewaltiger Kreislauf ist wie das Leben an sich, aber es spiegelt sich viel darin. Und man kann mit dem Bogenschießen viele kleine Kreisläufe, die so ein Leben begleiten, sozusagen simulieren. Also ich kann, wenn ich jetzt schnell wütend wäre, dann kann ich mir mit dem Bogenschießen einmal anschauen, wo sitzt die Wut, wie gehe ich damit um, was kann ich vielleicht einmal anderes versuchen, damit ich nicht wütend werden muss. Oder wenn ich mich schnell unter Druck setzen lasse, oder wenn ich sehr introvertiert bin oder so. Also man kann da alles Mögliche testen und probieren und jeder Pfeil wird Auskunft darüber geben, über die Fragen, die man dazu hat. Ganz spannend, Ernst. Bleiben wir doch bei, vielleicht auch bei dem ersten, bei dem wütend werden. Du sagst so, Bogenschießen kann quasi als Hilfsmittel darüber Auskunft geben, einen weiterbringen. Ja? Denk mal, da haben wir ja wieder so ein Verbindungspunkt, ich denke mal, in Existenzanalyse als eine Therapierichtung her, geht es auch nichts anderes. Es geht darum,
den Menschen, der was kommt, dazu zu befähigen, dass er selber einen Umgang findet mit was auch immer. Ja? Das heißt, also, es geht einfach um dem Thema Handwerkszeug zu geben, dass er draufkommt und dann in eine andere Verhaltensweise reinkommt, eine andere Vorgehensweise mit der Umgebung hineinkommt und dann Freiheit findet, sagen wir mal so. Gell? Mhm. Und wenn du jetzt sagst so, jemand wird schnell wütend, also jemand springt da auf was auf, erlebt sich quasi ferngesteuert, ja, ja, vielleicht hast du ein Beispiel im Hinterkopf, natürlich anonymisiert, völlig klar, kann auch verändert sein, völlig klar, dass wir uns das ein bisschen näher vorstellen können. Ja, also was ich gerne immer einbringe in meine Arbeit, ist so, also wenn jetzt nicht gerade der große Humor, aber so ein Augenzwinkern, ein bisschen ein Lächeln. Ich sage auch immer, man soll das Ziel anlächeln, bevor man drauf schießt und sich quasi im Vorhinein schon bedanken für die zur Verfügungstellung. Jetzt gerade bei Wut gibt es unzählige Beispiele. Man kann eigentlich beim Bogenschießen sehr schnell, ich möchte jetzt nicht sagen, Menschen zu Wut bringen oder so, aber man kann sich dem sehr schnell annähern und zwar auf eine sehr konzentrierte Weise, konzentriert im doppelten Sinne. Einmal ist man konzentriert auf das Ziel. Wir sind ja gewohnt, ein Ziel zu haben. Wir sind gewohnt, dass man, wenn man, egal ob jetzt mit Bogen oder sonstigen Schusswaffen oder so, wir sind gewohnt, dass wir auf eine Scheibe oder auf ein möglichst kleines Ziel schießen und das auch treffen. Das ist eigentlich das Unwichtigste in dem Ganzen. Das Treffen, was wir darunter verstehen, so weitläufig. Wichtig ist, dass ich mich in verschiedene Stadien konzentriere und ganz bewusst erlebe, in was für ein Stadium dass ich gerade bin. Beim Bogenschießen ist das ein Ablauf, wie gesagt, ein Kreislauf. Das beginnt beim Stand und endet beim Stand und dazwischen irgendwann fliegt dann ein Pfeil. Und dann kann ich betrachten, was mir der Pfeil sagt darüber. Der Pfeil kann verschiedene Aussagen treffen, entweder, dass ich schlecht gestanden bin, dass ich schlecht geschlafen habe, oder eben auch, dass ich vielleicht eine Wut im Bauch habe, die ich entweder nicht zugeben will oder die ja ganz offensichtlich sein kann, weil schon der 30. Pfeil ist, der nicht dahin geht, wo ich hin will. Und damit können die Menschen, die Bogen schießen, an einen Punkt kommen und sagen, gut, jetzt reicht es mir, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann beginnt es eigentlich. Dann kommt so die Wut, dann ist es spürbar und dann kann man mal ein bisschen kitzeln dran. Ja, da beginnt die Arbeit dann. Kitzeln dran. Mhm. Ganz, ganz ein netter Gedanke. Ja. Ich habe da mal ein ganz nettes Gedicht oder Gedicht war es, glaube ich, eh nicht, also ja, so ein Text gelesen, der so das Gleiche ein bisschen ausdrückt in einem anderen Bereich. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie gehen eine Straße entlang, in der Straße gibt es eine Grube, Sie gehen entlang, stolpern, fliegen in die Grube hinein, sind in der Grube drinnen, sind verzweifelt, sagen selber zu ihnen, ma, was habe ich denn jetzt getan, wieso bin ich jetzt in der Grube drinnen, was bin ich jetzt für ein Blöder, eine Blöde, sowas kann mir doch nicht passieren, sowas darf mir nicht passieren, mir doch nicht. Sie hadern ganz, ganz lang mit dem Ganzen. Irgendwann einmal kommen sie halt wieder raus. Nach einer Woche, sie gehen wieder die gleiche Straße entlang, wieder dieselbe Grube, stolpern, fliegen wieder hinein. Tut ihnen nach wie vor nicht gut, holt sie ziemlich runter, sie denken sich, wah, na, nicht schon wieder. Kommen raus, ein bisschen schneller als das nächste Mal. Eine Woche später, selbe Grube, selbe Straße, sie gehen entlang, fliegen hinein. Sie sind drinnen, denken sich, bah, schon wieder die gleiche Grube, die kenne ich doch vom letzten Mal. Sie wissen, okay, das ist mir schon mal passiert, sie wissen, wie es rauskommen, schwupps, sie sind draußen.
Eine Woche später, selbe Straße, selbe Grube, sie gehen entlang, sehen vom Weiten schon die Grube, denken sich, na, heute falle ich nicht rein. Heute gehe ich außen rundum. Also, so das, was du uns ein bisschen so mit dem Pfeil näher bringen wolltest und gut näher gebracht hast, umgemünzt auf eine Grube. Ja. Könnte man sagen Grube, könnte man sagen Pfeil, könnte man sagen Lebensnöte, könnte man sagen gewisse Bereiche, auf die wir aufspringen mit irgendwelchen Reaktionen, gewisse Leute, wo wir Wut empfinden, wo wir vielleicht, ja, wo wir einfach merken, bah, eigentlich möchte ich gern anders, aber ich weiß, es stört mich, aber nun komme ich nicht damit zurecht. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören Freirad 105,9. Heutige Sendung Intuitives Bogenschießen und Sinn. Mein heutiger Studiogast Ernst Huber, Drechselmeister, Pädagoge. Ernst, was spielen wir denn wieder für ein Lied? Also ich habe schon nach langer Zeit den Erik Brauer wiederentdeckt. Und der hat sehr schöne Lieder in die 70er Jahre gesungen. Sehr zum Nachdenken. Und eines meiner Lieblingslieder ist die Jause. Das würde ich jetzt ganz gern hören. Okay, gerne. Ja. Spielen wir doch rein. Danke. Und freuen Sie sich mit uns. Die Jause von Erik Brauer. Die Jause. Was man da ganz gut raushört, ist so, um was es ankommt im Leben. Das hat man das letzte Mal auch ganz gut gehört bei der Sendung. Wenn Sie sich erinnern, meine Damen und Herren, gegen Ende war so das auch noch einmal, was macht Sinn im Leben? Und da hat Thomas Fuchs was einbracht, das ist mir immer noch so in Erinnerung, wo er von einer Szene berichtet hat, wo er Mörtel auftragen hat oder ausgemahlen hat. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Vielleicht warst du es noch, warst Mörtel oder was nicht. Also da war es so quasi, er hat was gemacht, die haben einen neuen Hühnerstall gebaut. Und dann hat er gesagt, entweder Mörtel oder er hat ausgemahlen. Und indem, dass er das dann hat, ist er draufgekommen, eigentlich braucht es nicht mehr. Eigentlich ist genau das, was ihn momentan erfüllt, es braucht nicht mehr. Und genau um das, es braucht nicht mehr. Um das geht es ja eigentlich. Meine Damen und Herren, diese Sendung heißt ja der existierende Mensch. Wichtig in dieser Sendung ist mir, mit Ihnen zu diskutieren über den Bereich Sinn. Sie wissen oder haben es vielleicht schon nachgelesen, wichtige Autoren in dem Bereich wären zum Beispiel Viktor Frankl, Alfred Lengle, die viel darüber geschrieben haben. Und Sinn, da geht es eigentlich um das, so die jeweils wertvollste Möglichkeit in der jeweiligen Situation zu finden. Wertvoll, aber ganz, ganz persönlich, ganz, ganz individuell, auf uns selber bezogen. Das heißt also, was für irgendjemanden sinnvoll ist, muss für mich noch lange nicht sinnvoll sein. In dieser Sendung möchte ich Ihnen eben immer wieder interessante Menschen vorstellen. Menschen, mit denen ich über verschiedene Bereiche diskutiere und anschaue, ein bisschen so um Anregungen zu geben, damit Sie vielleicht über Ihren Bereich nachdenken. Vielleicht sind Sachen ähnlich, vielleicht sind Sachen unterschiedlich. Das heißt, auch Sie können sich gern bei mir melden. Schreiben Sie mir eine E-Mail auf der Homepage www.sinn-los.at. Haben Sie die E-Mail-Adresse, schreiben Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an. Dann können auch Sie gern in die Sendung kommen und wir diskutieren über viele verschiedene Bereiche. Ich denke mal, wichtig ist, das zu öffnen und einfach so in den Gedanken einfach einzubringen. Und hierzu habe ich eine Rubrik, mit der ich eigentlich in der ersten Sendung begonnen habe, diese Rubrik Sinngedanken. In der zweiten Sendung habe ich irgendwie keinen Platz drinnen gehabt, deswegen möchte ich Ihnen das jetzt unbedingt bringen. In dieser Rubrik Sinngedanken habe ich verschiedene Personen interviewt, einfach zu dem, ja, mit dem Stichwort Sinn, Gedanken mit Sinn. Was fällt euch da ein? Was die Personen gesagt haben, hören Sie zu.
Sinn. Gedank. 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 Gedanken mit Sinn. Naja, ob etwas Sinn macht oder ob dass ich feststellen kann, dass etwas für mich Sinn macht, ist es, wenn es mehr ist wie der Gedanke, den ich zu etwas empfinde oder mir mache, und mehr vielleicht als das, was ich zu etwas empfinde und mehr als das, was ich gerade vielleicht sehe oder wahrnehme, sondern wenn diese Dinge alle zusammenkommen und sich ineinander fügen und damit irgendwie sowas darstellen wie was Ganzes, das, was dann als Sinn erfahren wird. So erscheint es mir, wenn es ein Schneeflocke ist. Der Sinn des Lebens bedeutet für mich, dass ich meinen Kindern Liebe, Geborgenheit und Vertrauen vermittle und dass ich ihnen Vorbild bin. Wenn ich mir was Gutes tun will, beschäftige ich mich im Garten oder gehe auf den Berg. Was macht Sinn in der heutigen Zeit? Und meiner Sicht wäre es sehr sinnvoll, so zu leben, dass dieser Planet auch den nächsten Generationen nur zur Verfügung steht, was ja derzeit nicht geschieht. Also sinnvolles Leben scheint mir auch ein nachhaltiges Leben zu sein und ein Leben, das man so lebt, dass man auch daran denkt, dass jeder oder jedes Lebewesen Platz haben darf und soll auf diesem Planeten. Also durchaus auch soziale und ökologische Aspekte mit einzubringen. Was mir Sinn gibt. Ich finde, dass der Garten und die Pflanzen und die Bäume und die Sträucher, die geben mir viel, viel Sinn. Und ich war vor kurzem einmal oben in Igels bei den Gartentagen und ich war halt wieder mal beeindruckt über die Fülle und über die Schönheit und über den Reichtum, den einfach der Garten in sich birgt, ob das jetzt kleine Pflanzen sein, ob das jetzt Sträucher sein, ob das dann Bäume sein. Das hat mir einfach ja, das inspiriert mich, das gibt mir Kraft, das gibt mir ein Stück weit Gelassenheit und das gibt ja auch so einen Spruch aus dem Zen, glaube ich, ist das, und der heißt: Narren hasten, kluge warten, weise gehen in den Garten. Und ich denke mir, der Garten ist einfach so das Symbol auch fürs Leben, übers Kommen und Werden und dann auch wieder Absterben und Tod sein. Und so hat es für mich einfach ganz, ganz viel Sinn, weil es sehr viel mit dem eigentlichen Leben, mit dem eigenen Leben auch zu tun hat. Sinn. Sinn. Gedank. 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 Gedanken mit Sinn. Der existierende Mensch. Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Jeden ersten Donnerstag im Monat um 20 Uhr. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at. Ganz interessante Gedanken, die wir hier gehört haben, von ganz unterschiedlichen Personen. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich vielleicht auch Gedanken dazu machen wollen, eine Anregung, wir werden sicher in den nächsten Sendungen noch ein paar Anregungen geben, wäre zum Beispiel, sich Fragen zu stellen. Ja, wir können uns wirklich auch Fragen stellen. Manchmal tun wir es vielleicht zu wenig oder manchmal stellen wir die falschen Fragen. Wobei es die Frage ist, gibt es überhaupt falsche Fragen? Oder wir stellen Fragen, wo wir die Antworten schon können, wo wir eigentlich gar nicht so richtig uns zuhören. Zwei interessante Fragen wären hierzu. Wo oder in welche Tätigkeiten kann ich mich so vertiefen, dass ich darüber die Zeit vergesse? Eine andere Frage wäre, in Bezug auf unseren Beruf, also ganz, ganz ein wichtiger Bereich. Was würde ich bei der Arbeit im Beruf tun, auch wenn ich wüsste, dass ich dafür kein Geld bekäme? Ich glaube, ganz eine wichtige Frage.
Hierzu vielleicht noch kurz eine Information. Ich habe mal so eine Studie gelesen. Wen es interessiert, schreib es mir eine Mail. Dann kriegst du auch nochmal den genauen Link der Studie. In dieser Studie wurde so überprüft bei Managern eines großen Autokonzerns in Deutschland, wo es einfach gang und gäbe ist, jedes Jahr gewisse Bonis auszuzahlen. Ja, das heißt, wenn irgendein gewisses Quartalsergebnis gemacht wurde, werden Boni ausgezahlt. Im ersten Jahr, wenn diese Bonis ausgezahlt werden, bringt sehr viel Richtung Zufriedenheit bzw. Richtung Arbeitsleistung. Arbeitsleistung ist dann meistens das, mit dem gerechnet wird in Firmen. Arbeitsleistung heißt auch, es kommt dann unter Schnitt mehr Geld heraus für die Firma. Also das heißt, Mitarbeiter werden produktiver. Im ersten Jahr, wenn diese Manager die Bonizahlungen bekommen, bringt es was. Die werden effektiver. Im zweiten Jahr, wenn wieder die gleichen Bonizahlungen geleistet werden. Wie gesagt, Bonizahlungen sind freiwillige Zahlungen. Die kriegen ganz normal ihren Lohn, erreichen ein Quartalsergebnis, das was über diesem prognostizierten Quartalsergebnis ist, und sie kriegen angenommen den gleichen Wert. Was man dann herausfindet, im zweiten Jahr verändert es nichts. Die Manager nehmen das eher gegeben an, die steht ihnen doch zu. Was man auch herausgefunden hat, was mehr hilft, ist so dieser Bereich, dass man im sozialen Bereich was bekommt. Sei es entweder einen Orden bekommt, eine Anerkennung bekommt, so von außen, wow, das hast du gut gemacht, von Chef, von Chefin, von Mitarbeitern. Bringt mehr, haltet mehr die Motivation aufrecht, ich habe was Gutes gemacht. Was aber schlussendlich bleibt, meine Damen und Herren, wäre so der Bereich, in der Fachsprache würde man sagen, intrinsische Motivation. Das heißt, das von innen heraus. Da wären wir genau in dieser Sinnfrage, was ich Ihnen davor gestellt habe. So, was bleibt übrig, wenn Sie kein Geld mehr kriegen für Ihren Job? Was würden Sie noch machen? Genau in dem Bereich sind wir. Das heißt, wo mache ich eine Sache um der Sache willen? So um das, weil ich aufgehe in dem, weil ich mich vergiss in der Sache drinnen, weil es mir einfach gut geht. Oder weil ich nicht mehr im Fokus stehe. Im Fokus stehen, glaube ich, da sei man ja auch ganz viel beim Bogenschießen. Ich weiß, wenn ich so an dieses Seminar zurückdenke, du hast mit uns da so Übungen gemacht, Ernst. Wir haben müssen auf Zielscheiben schießen. Am Anfang war das nur eine Scheibe, da hat es keinen Mittelpunkt gegeben, was wir treffen haben müssen. Dann hast du es verändert. Im Fokus stehen, was ins Auge zu nehmen. Jetzt zwar in einer anderen, so wir haben ein bisschen vielleicht ein anderer Kontext, aber trotzdem, wie ist denn das beim Bogenschießen? Ja, also die Art von Bogenschießen ist ja schon bei uns relativ verbreitet. Es hat auch wenig mit Zen oder mit asiatischer Weisheit oder so zu tun. Das überschneidet sich einfach aufgrund der Sportart oder wie auch immer man das nennen will. Jetzt aktuell gerade, wenn wir als Beispiel nehmen, olympische Disziplin Bogenschießen. Das kann man überhaupt nicht damit vergleichen, mit dem, was wir machen. Das wäre ungefähr so etwas wie, wenn man Mountainbiken mit BMX-Fahren vergleicht. Natürlich hat man es mit zwei Rädern zu tun, aber das war es schon. Das intuitive Bogenschießen wird einmal darüber definiert, dass man keine Zielvorrichtung hat. Das heißt, man hat keinen Korn, keine Kimme, keinen Laserpointer oder so, sondern man schießt aus dem Bauchgefühl heraus. Wir werden eigentlich tagtäglich ohne Bogenschießen mit unserer Intuition konfrontiert, aber eben das Angenehme an der Intuition ist ja das, dass man sie nicht spürt oder nicht wahrnimmt in dem Sinn. Zum Beispiel, wenn man die vertraute Tür aufsperrt, wenn man über die vertraute Treppe runterläuft oder rauf. Oder wenn man zum Beispiel einen Papierknäuel in den Papierkorb wirft. Das sind alles intuitive Handlungen, Autofahren und so Sachen.
Beim Bogenschießen ist das Ziel das, dass der gesamte Ablauf so selbstverständlich abläuft, dass man eben darüber die Zeit vergisst. Das, was du vorher angesprochen hast bei der Frage, das ist durchaus eine Tätigkeit, bei der man einfach einmal locker 2-3 Stunden dasteht und es nicht merkt. Also nicht bewusst, dass man so lange steht. Die Intuition meldet sich beim Bogenschießen auf viele Arten an. Am Anfang, eben, wie du gesagt hast, schießt man einfach einmal in eine Richtung. Die Scheibe dient eigentlich als Pfeilfang, weil wir schießen mit zwar mit relativ schwachen Bögen, also so zwischen 22 und 45 Pfund, aber trotzdem kann der Pfeil gleich mal 50 bis 100 Meter daneben oder halt zu weit gehen. Das heißt, es müssen schon ausgesuchte Plätze sein, wo man das macht. Und es geht eigentlich nur mal darum, dass man sich vertraut macht und dass man wichtiges Thema, Spannung aushaltet oder im umgekehrten Fall, dass man auch wieder auslassen kann, dass man lösen kann. Das sind Sachen, denen wir im Alltag auch immer wieder begegnen. Also das sind Themen, die tauchen auf. Spannung aushalten, Druck aushalten, vor allem der von innen rauskommt. Also Ehrgeiz ist sehr hinderlich beim Bogenschießen. Wenn ich jetzt unbedingt treffen will, dann tue ich mich schwerer, als wenn ich vorher weiß, dass ich treffen werde. Ja. Und mit der Zuversicht, dass man auf jeden Fall treffen wird, dass der Pfeil auf jeden Fall da sein wird, wo er hingehört, tue ich mich leichter, als wenn ich mir das vorher auf irgendeiner Scheibe aufmal, wo der Pfeil hin soll. Dann bin ich schon wieder im Außen, dann bin ich im Kopf und dann bin ich abgelenkt. Meine Damen und Herren, Ihnen geht es sicher gleich wie mir, da sind irrsinnig viele Themen drinnen, viele Bereiche drinnen, vielleicht hören Sie es sich auch noch einmal an. Ich glaube, wenn man es ein zweites Mal hört, vielleicht kriegen Sie ein bisschen mit, was mich da auch so fasziniert hat, wo auch so diese Verknüpfungspunkte sind mit dem Existieren. Denk mal, beim Existieren, da geht es um mehr als mich, als Menschen. Da geht es auch um ein Bezogensein zu jemand anderem. Da geht es um ganz, ganz Vielschichtigkeiten. Also wie im Unterschied zum Dahinvegetieren, wo ich ausgeliefert bin. Und wenn du da sagst über Spannung, wenn du da sagst so, das Ziel ist so da, auch wenn es vielleicht nicht meinem inneren Ziel entspricht, da... Ja, also ich denke mir, da sind viele Bereiche, da können wir gut drüber nachdenken. Meine Damen und Herren, bevor wir da, ein bisschen haben wir ja noch an der Zeit, die Zeit rennt auch heute wieder, ja. Gerade wenn man so jemanden Interessanten wie einen Stuber hier als Pädagoge und Drechselmeister über intuitives Bogenschießen hier in der Sendung haben, also auch hier rennt die Sendung, rennt die Zeit, ja, schön. Jetzt möchte ich gerade noch, dass ich das nicht vergesse. Eine mir sehr, sehr wichtige Person hat morgen Geburtstag. Ja, es ist meine Mutter. Mama, alles Gute zum Geburtstag auf diesen Wege. Vorträge soll man zwar nicht machen, aber ich mache es vorträglich. Und von meiner Mutter ist ein bisschen so die Anmerkung gekommen. Das letzte Mal, da ist es ja um Hilfsprojekte und Sinn gegangen. Ich habe Ihnen zum einen ein Hilfsprojekt aus Kambodscha vorgestellt, die haben Ihnen zum anderen ein Hilfsprojekt aus Afrika vorgestellt. Wir haben ein Lied gebracht aus Afrika und was ich Ihnen unterschlagen habe, ist eigentlich auch ein Lied aus Kambodscha. Und auf speziellen Wunsch möchte ich das gerne nachholen. Ja, die Frau Muyu, diese Initiatorin dieses Hilfsprojektes, alles andere können Sie nachlesen bzw. nachhören auf Sinn. Die hat mir einige lokale Lieder geschickt und hierzu möchte ich Ihnen gerne eines spielen. Meine Damen und Herren, das war eine kambodschanische Volksweise. Ja, so klingt's in Kambodscha. Kambodscha, meiner Meinung nach, total ein bereisenswertes Land mit sehr, sehr netten Menschen. Also, ich
glaube, da reise ich gern wieder mal hin. Wir waren beim intuitiven Bogenschießen, wir waren bei Sinn, wir waren beim Kreislauf, was du da vor uns gesagt hast, auch vor einiger Zeit, Ernst. Kreislauf, der immer wieder beginnt, von Neuem. Hierzu vielleicht ein Ausspruch, weiß ich nicht, was du dazu sagst, ein Ausspruch, den ich entnommen habe aus Sinnspuren von Alfred Lengle. Und ja, ich glaube, das ist schon auch was da, wo wir alle manchmal ein bisschen stecken. So in dem, wann soll man was machen? Machen wir das? Ist jetzt die richtige Zeit? Schaffen wir das überhaupt? Und sein Ausspruch hierzu, es kommt im Leben mehr darauf an, etwas anzufangen, als es zu vollenden. Was sagst du dazu, Ernst? Ja, gefällt mir gut, der Spruch. Kann ja sofort eine Verbindung herstellen zum Bogenschießen. Sehr beliebte Übung, zumindest bei mir, weil ich muss nicht mitmachen, eine beliebte Übung, ist, wenn die Leute schon vertraut sind mit dem Ablauf, dann bekommen sie 3 Pfeile und haben 4 Ziele auf der Scheibe. Und dann ja, muss man mal schauen, wie sie damit umgehen. Und da habe ich schon sehr viele unterschiedliche Reaktionen beobachten können. Und es läuft eigentlich immer darauf hinaus, dass es nur darum geht, den Entschluss zu fassen, das zu versuchen. Also auch wenn es im Kopf rechnerisch und wie immer nicht möglich ist. Aber es trotzdem zu versuchen, es anzugehen, es anzupacken und eben vielleicht das Augenzwinkern, was ich erwähnt habe, nicht aus den Augen zu verlieren. Dass ich einfach versuche, mit 3 Pfeile 4 Ziele, 4 Luftballon zum Beispiel, zu treffen. Die Kinder stellen sich auch zum Beispiel, habe ich mit 9-, 10-Jährigen schon gearbeitet, die stellen sich die Frage gar nicht. Die schießen halt einfach, wenn sie die Aufgabe gestellt kriegen. Und da sind wir einfach zu sehr im Kopf und glauben mit unserer Erfahrung zu wissen, dass das nicht geht. Blockiert er. Und er deckt es auf. Warum seinen wir da so im Kopf? Hast du da irgendwie, ja, warum ist denn das so? Ich glaube, es hat sicher mit unserer Sozialisation zu tun, mit Funktionieren. Es ist ja eigentlich alles im Prinzip auf Funktionieren ausgerichtet. Wer oder was nicht funktioniert, fällt auf. Auffallen ist negativ. Es geht schon, denke ich, in die Richtung, dass es alles auf das vorgegebene Einhalten ausgerichtet wird. Man wird in der Schule oder schon früher im Kindergarten ausgerichtet und man lernt zu gehorchen, man lernt, weil es so ist, sozusagen die Dinge zu fressen, die einem vorgesetzt werden. Und wenn man sich da ein bisschen verabschieden kann, in einem reiferen Alter, wenn man so die Schule hinter sich hat, dann ist das ganz eine schöne Erfahrung. Wenn einem was vorgesetzt wird und man kann sich entscheiden, ob man es fressen will oder nicht. Oder ob man noch kosten will davon. Mhm. Fressen oder kosten? Mhm. Ja. Die Freiheit des Menschen. Wir reden ja über intuitives Bogenschießen, meine Damen und Herren. Vielleicht haben Sie sich jetzt schon ein bisschen ein Bild machen können, wo so der Unterschied ist. Der Ernst hat es ein paar Mal ausformuliert, ein bisschen so, indem dass er sagt, so, es gibt Bogenschießen mit Zielvorrichtungen, es gibt Bogenschießen ohne Zielvorrichtungen. Du hast mir ja mal sowas gesagt, es kommt auch so, irgendwo gibt es eine Verwandtschaft mit Zen-Bogenschießen, es kommt so ein bisschen von was Östlichen daher. Möchtest du das noch ein bisschen ausformulieren? Ja, gern. Also es ist so, wir haben ja ganz einen interessanten Punkt beim Bogenschießen, der so wenig bekannt ist wahrscheinlich. Das ist so die archäologische, geschichtliche Seite. Und zwar hat man festgestellt, dass sich der Bogen auf den Kontinenten unabhängig voneinander und ohne die Möglichkeit, dass es damals gegeben hätte, sich auszutauschen, hat sich der Bogen unterschiedlich entwickelt. Also
Es haben die Völker unabhängig voneinander Bogen entwickelt und ein wichtiger Punkt oder ein mir wichtiger Punkt dabei ist erstens, dass meiner Meinung nach der Bogen als erste Waffe ermöglicht hat, dass auch Frauen auf die Jagd gehen, also Jägerinnen und Sammlerinnen so an die Oberfläche getreten sind, das ist vielleicht nicht so ganz streng von der wissenschaftlichen Seite betrachtet werden darf, weil es wir anders gelernt haben, aber das ist meine Meinung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist das, dass es eine Waffe ist, die dem Überleben dienen sollte, dem Menschen, und erst sehr viel später, wie man festgestellt hat, dem Töten, und zwar dem Töten von anderen Menschen. Das ist so der Ursprung unabhängig überall auf der Welt gewesen, mit unterschiedlichen Zeiten, also teilweise mit mehreren tausend Jahren Unterschied. Die Asiaten, die haben sehr früh den Bogen als Kriegskunst, Waffe und als alte Waffe für Geisterbekämpfung, also die asiatischen Schamanen und so, haben den Bogen verwendet und haben den entdeckt für die Zwecke. Bei uns denkt man schnell ans Mittelalter, vielleicht seit ein paar Jahren an den Ötzi noch. Und bei uns ist der Bogen immer parallel mit der Kriegsführung natürlich weiterentwickelt worden bis zu einem gewissen Punkt und sehr in Verruf geraten, besonders im Mittelalter durch die Engländer bzw. durch die Franzosen, die da schwere Verluste eingefahren haben. Aber trotzdem haben die Engländer mit Trainingsmethoden und so weiter unabhängig von den Asiaten ähnliche Methoden eingeführt. Also man muss gar nicht so weit gehen heutzutage, wo der Bogen also für die Selbstreflexion und Selbstfindung genutzt werden kann. Man muss nicht so weit gehen in den asiatischen Raum und schauen, wie machen es die Zen-Bogenschützen oder die Kyudo-Schützen oder so, sondern man kann einfach mit einem einfachen Sportbogen schon sehr in die Tiefe gehen. Man muss da nicht stundenlang meditieren vorher oder so. Weil du sagst Zen-Bogenschützen, da habe ich echt das so, also das Bild, das habe ich irgendwie so drinnen. Die trainieren wirklich eine Zeit ohne Pfeil, hast du gesagt. Die erste Zeit trainieren sie mal gehen und dann trainieren sie das Stehen und dann trainieren sie, wie man Bogen hält und wie man Pfeil haltet. Und du musst die Kleidung passen und es gehen Zeremonien voraus und hinterher. Und ja, also es gibt genug Videos davon, wie so eine Zeremonie abläuft. Also da ist einfach ein anderer Zugang. Und also ich bin der Meinung, ich bin nicht asiatisch sozialisiert, bin ich nicht aufgewachsen. Ich habe meinen ganzen Berührungspunkt mit asiatischem Raum aus Reisen und aus Büchern. Und warum soll ich dann das simulieren? Also ich bin in Europa aufgewachsen, bin europäisch, wenn man so will, das lässt sich auch kaum vermeiden bei uns, christlich sozialisiert und habe damit einen anderen kulturellen Hintergrund. Und der beinhaltet auch das Bogenschießen und das nutze ich. Mhm. Schön, das so in das eigene quasi importieren zu können, beziehungsweise nicht nur importieren, sondern dass du einfach merkst, das passt auch. Das heißt, da muss nicht was anderes mit hereingenommen werden, sondern das passt da bei uns ganz gut herein. Gell? Mhm. Wobei ich mir denke, so das, was du davor gesagt hast, wenn wir das so als Extremunterschied zur heutigen Zeit nehmen, dann wäre es schon auch was. Dieser extreme Unterschied, dass wir zur Zeit im Arbeitsleben es wird propagiert, dass die Menschen weniger arbeiten als wie früher, rein von der Statistik von der Zeit. Das heißt, weniger Stunden. Aber wenn wir anschauen, was in diesen wenigen Stunden hineinpackt wird, zu wie viel mehr Prozent wir in einer gewissen Zeit leistungsfähig sind, 200, 300, 400 Prozent, was wir alles gleichzeitig machen sollten, wo dann sowas in den Köpfen ist, ja, wir Menschen sind multitaskingfähig, was, meine Damen und Herren, einfach ein Humbug ist. Wir können unsere Aufmerksamkeit nur auf eine Sache richten. Das andere läuft halt dann nebenbei. Dann können wir unsere Aufmerksamkeit auf das Nebenbei richten
Und dann läuft das andere halt nebenbei quasi ab, weil es eine automatisierte Handlung ist. Aber wirklich konzentrieren auf mehrere Sachen gleichzeitig geht nicht. Es entsteht Stress in unserem Körper, es entsteht Überforderung und es entsteht dann extrem vielfältige, sagen wir einmal, Beschwerden, wie sei es Burnout. Auch hierzu ganz interessante, ja, ein ganz interessantes Gedicht ist nicht zur Seite, auch in Sinnspuren zu finden. Dimensionen des Menschen wäre die Überschrift. Heißen tut es folgendermaßen: Wir leben von Tag zu Tag. Wir essen in kleinen Bissen. Wir bauen das Haus mit handlichen Steinen. Wir überwinden die Strecke in Schritten, die Höhe in Stufen. Nichts in unserem Leben geschieht auf einmal. Ernst, bevor wir die Schlussmusik einspielen, ein Abschlusswort zu dir, von dir? Ja, also wenn wir jetzt beim Bogenschießen bleiben, die kleinen Schritte beim Bogenschießen sind notwendig. Jeder Schritt ist wichtig, also der Stand, das Aufziehen, das Lösen, die Spannung aushalten. Also das sind alles Schritte von einem größeren Ganzen. Und ja, kann man einmal gern ausprobieren, wie sich das anfühlt. Schritte eines größeren Ganzen, anfühlen. Meine Damen und Herren, mehr Informationen dazu auf www.sinn-los.at. Da ist ja die Homepage von Ernst Huber angeführt. Vielen Dank, Ernst, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Ihnen, meine Damen und Herren, heute einen sinnvollen und einen sinnerfüllten Abend wünschen wir Ihnen. Hören Sie das nächste Mal auch wieder rein. Am Donnerstag, den 6.9., auch 20 Uhr, auch auf Freirad 105,9. Wenn es wieder heißt, der existierende Mensch, dann wird mein Studiogast sein Lillo Gallai, eine Mundartdichterin, und das Thema Mundartdichtung und Sinn. Ein menschliches Lied zum Schluss, was mir ganz gut gefallen hat und was mir auch an meine Kindheit erinnert.